sagst du dir so zum Schnee und so? Ach, nee, möchte das nicht. Ist mir auch zu hell. So, let's go. Liz und ich fahren jetzt in unsere Eisdiele nach Koblenz. Schauen da nach dem Rechten und dann geht's weiter nach Köln zur großen Fight Night von Trimax und Mickey. Wir sind super gespannt, was heute Abend da passiert und ihr seid auch da irgendwie mit dabei. Hanfrost wurde gegründet 2019. Aufgemacht haben wir 2020 mit Corona. Boah, du machst mich wahnsinnig mit der Kamera. Möchtest du noch näher kommen? Ja, was gibt's denn hier so? Also wir haben viele vegane Sorten, meistens mehr vegane als Milchsorten. Wir haben sehr ausgefallene Sorten. Also Vanille, Schoko und Stracciatella findest du leider nicht hier bei uns. Dafür Tonkabohne, veganes Schokoeis oder unser Bestseller ist Limette mit Ingwer. Bei uns kommen nur gute, qualitativ hochwertige und natürliche Zutaten rein. Keine Konservierungsstoffe, keine künstlichen Aromen oder sonstiges. Achso, wo sind wir denn hier? Wir sind in der Koblenzer Altstadt, in der Mehlgasse 10. Uns findet man, weil wir haben so ein tolles Schild draußen hängen. Von Koblenz geht's jetzt nach Köln. Wir haben noch 40 Minuten, 39 Minuten. Kleiner Funfact. Fast hätte ich an diesem Abend auch dort gekämpft, aber der ursprünglich gedachte Gegner hat sich leider verletzt und deshalb bin ich nur als Zuschauer dabei. Lisa hilft mir wieder nicht beim Parkhaus finden. Ey, ohne mich wären wir hier gar nicht in Köln gelandet. Wir haben extra für dich hier rot-weiße Band gezogen. Hier ist einfach alles abgesperrt. Liz hat gesagt, hier kann man parken. Oh, Wunder. Dritte Etage, es ist immer noch abgesperrt. Da, hier, schon wieder gesperrt. Lisa, guck mal, wir kommen zu der Ausfahrt einfach. Wir werden einfach zu der Ausfahrt geleitet. Junge, Junge, was ein geiles Event. Ich weiß nicht, das letzte Mal, als wir so auf Event waren, war vor 100 Jahren, vor Corona irgendwann. Fetten Respekt an Trimax und Mickey, dass sie so ein geiles Event aufgezogen haben. Und dass sie acht Runden durchgeboxt haben. Ich habe mich einfach bestens unterhalten gefühlt. Es war mega, mega spaßig. Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Dann geht's weiter zum Training und zur SWR. Da seid ihr auch mit dabei. Also, wow. So, wir haben mittlerweile Montag. Das Box-Event ist immer noch in guter Erinnerung. War ein richtig schönes Wochenende. Ich nehme euch jetzt mal mit in mein Büro. Also ich habe hier auch eben Essen gemacht. Ich mache immer aus Zeitgründen quasi im Topf. Dann habe ich nachher nichts zum Abspülen. Ja, bevor es weitergeht, würde ich euch noch ganz gerne den Sponsor dieses Videos vorstellen. Und zwar ist das Readly. Passt ganz gut dazu, dass ich mal ein Magazin hatte. Ich hole das mal kurz. So sah das damals aus. Liz hat damals immer Layout und so weiter gemacht. Und es ist ja so ein bisschen aus der Mode geraten, Printmagazine zu kaufen, zu konsumieren. Ist immer so ein Zeitfaktor. Man muss irgendwo hinfahren, sich ein Magazin kaufen, dann liegt das irgendwo, heißt, nimmt Platz weg. Und Readly bietet da die Möglichkeit, das Ganze in einer App weltweit zu nutzen, zu jeder Zeit. Ihr könnt nicht nur deutschsprachige Magazine runterladen, sondern auch internationale, die es hier gar nicht in Deutschland zu kaufen gibt. Euch dafür eine monatliche Flatrate die ganzen Magazine gönnen und zu den verschiedensten Themen, sei es jetzt zum Beispiel ein Mountainbike-Magazin, Outdoor-Magazin, ein Fitness-Magazin oder was auch immer ihr wollt, könnt ihr in dieser App finden. Findet da einen Link in der Videobeschreibung, könnt das über diesen Link einen ganzen Monat kostenlos ausprobieren. Ja, Frank, der hier gerade hinter der Kamera steht, fragt mich, wer ist denn das? Ich finde, das ist Blasphemie, das ist der King. Und jeder, der ihn kennt, kann gerne den Lieblingssong in die Kommentare schreiben. Meiner ist Hundi Wow Wow, also Hundi. Hier, das wird auch der ein oder andere aus Videos kennen, ist mein allererster Mountainbike-Rahmen von 1997. Mit dem hat alles begonnen und ja, den halte ich hier in Ehren. Ist auch immer noch original Dreck dran.
Crank 3 VHS-Kassette. Das war mein allererstes Mountainbike-Video, was ich von meiner Oma damals zum Geburtstag, das muss so 2000 gewesen sein, hatte ich damals ja den Traum, irgendwas mit Mountainbiken zu machen. Und damit hat im Prinzip meine ganze Selbstständigkeit angefangen, damals schon neben der Schule. Und zwar, es war ein Online-Shop. Ich hatte diese Idee für dieses Design, weil ich damals sagte, so NBA und all diese großen Sportarten haben dieses Logo in dieser Farbe. Warum Mountainbiken nicht? Und so ist dann eben hier dieses Design entstanden. Hier sowas wie von irgendwelchen Rennen die Nummern aufgehalten. Dann dem Helm zum Beispiel habe ich meinen ersten Rückwärtssalto-Backflip damals mit dem Mountainbike gemacht. Hier, das war mein allererster Mountainbike-Fullface-Helm. Ansonsten hier streame ich auch immer. Also wenn ihr mir auf Twitch folgt oder meinen Zweitkanal abonniert habt, wo die Streaming-Highlights online sind. Hier entstehen immer quasi die Streams. Wir trainieren jetzt erstmal, weil danach müssen wir zu SWR und es wird alles eh viel zu knapp. Da ist mein Ghetto-Gym. Hier hauen wir uns manchmal. Opa. So, meinen Trainingsplan habe ich immer auf dem Handy. Da kann ich dann quasi nicht nur, weiß ich, welche Übungen ich machen soll, sondern trage mir da natürlich dann immer ein, wie viel Wiederholungen ich geschafft habe, wie viel Gewicht und so weiter. Ansonsten pumpe ich jetzt mal stumpf. Erste Übung, Kreuzheben. So, jetzt sind Klimmzüge dran. Ich wollte gerade die Aufwärmsätze machen. Ich bin mir gerade unsicher, ob das schon klappt mit der Rippe. Gucke ich mal, ob das jetzt wieder geht. Zieht noch, aber geht. So, und packen wir jetzt mal das Zusatzgewicht dran. Und das hier ist für mich mal krasse Erinnerung, was ich für ein Lappen geworden bin. Vor Seven vs. Wild, als ich 85 Kilo wog, habe ich 20 Kilo Zusatzgewicht gehabt. Und jetzt habe ich ein Zusatzgewicht von 7,5. Ein Trauerspiel, aber ganze Heulen hilft ja nichts. Ich musste einfach wieder hinkommen. Wir müssen los, wir müssen nach Mainz fahren, zur SWR. Ich muss noch duschen vorher, bevor wir gleich zu spät kommen. Mache ich lieber morgen oder heute Abend das Training weiter. Also let's go to SWR. Zack, geduscht im Auto und gleich in 20 Minuten schon in Mainz bei SWR. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Lasst uns überraschen und ihr seid mit dabei. Den SWR-Beitrag packe ich euch mal in die Videobeschreibung, da kommt ihr zur Mediathek, falls ihr euch den anschauen wollt. Bei uns wird es gleich chaotisch, weil ich habe Rindenmulch, also nicht Rindenmulch, sondern Holzhackschnitzel bestellt. Und das, was ich ausgerechnet habe, sind 16 Kubik. 16 Kubikmeter. 16 Kubikmeter. Ich habe ausgerechnet eine Fläche, pass auf, 20 Meter mal 4 Meter Breite sind 80 Quadratmeter, mal 0,2 ergibt 16 Kubikmeter. Habe ich ausgerechnet. Bin ja gut in Mathe gewesen. Das. Wie viel, wie lang ist das? 20 Meter. Hast du das Haus noch abgerechnet? 4 Meter breit. Ja, ja, 16 Kubikmeter hier. Das ist trotzdem zu viel. Werden wir gleich sehen, ob wir hier gleich in Holzhackschnitzel verschwinden oder nicht. So, die ersten 2 Kubikmeter kamen. So sieht das Ganze aus. Davon dann noch 8 mehr. Könnte das Ganze hier ziemlich zugeklatscht sein, aber wir werden sehen. Also jetzt erstmal alles kommen lassen und dann verteilen. Der Stand ist, dass Fabio immer wieder maßlos übertrieben hat und die Hälfte gereicht hat. Es haben 8 Kubikmeter gereicht. Allein 20 Zentimeter an Höhe. Ich weiß nicht, wie das hier draufkriegen will. Also war echt schlecht berechnet. Wow, nur wieder Gemotze, obwohl ich quasi dafür sorge, dass es hier schön aussieht. Ich heute Mittag spontan gesagt, ey, ich rufe da mal an, ich organisiere das, bevor hier ganzer Unkraut kommt, zack, machen wir das mal. Ergebnis ist halt, dass hier nachher alles picobello und schön aussieht, wie wenn es ein Landschaftsgärtner gemacht hätte. Aber nur gemotzen, weil ich mich da mathematisch verrechnet habe. Wir sind ja jetzt quasi seit 14 Jahren zusammen, seit 2008. 2008 sind wir nicht nur zusammengekommen, sondern haben auch angefangen, Konzerte zu veranstalten. Danach hatten wir ein Magazin, dann hatten wir dies, hatten wir das. Wir hatten alle wilden Ideen von Fabio organisiert und größtenteils so strukturiert durch mich. Also so wie heute. Man sieht hier, ne? Hier zack, hier liegt jetzt das Zeug, ne? Aber Liz sorgt jetzt hierfür, dass das schön aussieht. Nee.
Für mich war es immer ein Ziel, nicht nur eine Beziehung zu haben, sondern eben auch einen Partner, mit dem man quasi 24 Stunden verbringt. Weil ich denke, wenn man ausschließt, dass man zusammen arbeiten kann, dann kann man auch die Beziehung eigentlich ausschließen, weil das würde ja heißen, dass man nicht miteinander klarkommt. Wir haben auf jeden Fall oft genug Differenzen und kommen aneinander, aber Liz ist halt immer die, die so plant und strukturiert, und ich bin der, der halt sagt, ey, ich habe da eine Idee, lass mal machen. Ja, das sorgt dann manchmal für Reibereien, weil ich immer eher lösungsorientiert bin und nie Probleme sehe und Liz eher die Probleme, nee, aber dafür direkt, dann strukturierter. Und du immer direkt alles machen musst. Und ja, genau. Ich möchte das erstmal gerne planen, einmal durchdenken. Also du wärst eher so Beamter geworden. Ja, boah, das war jetzt krass. Das gibt Stress, nachher, wenn die Kamera aus ist. Also ich mache jetzt mal hier und dann zeige ich euch, wie toll das hier aussieht. Ihr seht gleich noch das Ergebnis und dann gehen wir noch kurz Radfahren. Also bis gleich. Es ist dann doch das Gravelbike anstatt das Mountainbike heute geworden und ich bin nach Koblenz, denn dort ist der Benedikt und wir hatten uns bei DKMS getroffen. Du fährst wie viel Kilometer? 4.500. Warum machst du das Ganze? Ich möchte Spenden sammeln für die DKMS. Der Hintergrund ist eigentlich trauriger, dass meine Frau Alicia an Leukämie verstorben ist. Und ja, das hat mich motiviert, dazu etwas zu bewegen für die Blutkrebspatienten in Südamerika. Und dafür möchte ich Aufmerksamkeit generieren und Spenden sammeln. Möchte jetzt bis nach Lissabon. Mega, also ich habe da größten Respekt vor, wie man so einen Schicksalsschlag in sowas Positives umwandeln kann. Und ja, nicht den Kopf in den Sand steckt und ja, einfach die Energie nutzt. Schaut gerne bei Benedikt vorbei auf Instagram. Genau, Instagram oder auf der Seite, also rideforall.de. Mhm. Da findet man eigentlich alle Informationen und gerne mal vorbeischauen. Mega. Wie lange denkst du, bist du jetzt noch unterwegs? Ja, wahrscheinlich noch so 2,5 Monate. Ich mache auch ein paar Tage, muss man sich ja auch mal erholen. Ja. Aber ansonsten immer so 5-6 Tage unterwegs und dann 1-2 Ruhetage. Dann bin ich so Mitte Juni, bin ich dann in Lissabon. Er ist die ganze Zeit mit dabei. Genau, das ist der kleine Bruno, Alicias Hund, und der ist immer dabei, kommt vorne ins Körbchen und dann ist er die 4500 Kilometer, ja, ein weit reisender Hund. Falls ihr unser Talk bei DKMS auf dem YouTube-Kanal noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne in die Videobeschreibung, da habe ich den nochmal für euch verlinkt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr bei Benedikt vorbeischaut, hier nochmal eingeblendet in der Videobeschreibung und so weiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.